Wir sind am nördlichsten Punkt von Dänemark. Hier trifft sich die Nordsee mit der Ostsee. Hier ist ein ganz besonderer Ort. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Herzlich willkommen hier zu unserer Dänemark-Tour. Und wo könnten wir nicht anders sein als direkt oben im Norden? Wir wollen heute den nördlichsten Punkt von Dänemark sehen. Hier trifft sich die Ostsee mit der Nordsee. Aber erstmal sind wir hier auf der Nordseeseite und genießen hier ein bisschen das Leben am Strand. Denn hier sieht es wirklich fantastisch aus. Ja, mittlerweile ist schon echt spät am Tag, schon 6:30. Wir haben mal unser Liebling hier hingestellt. Ab geht's zum Hafen. Ja, hier ist mir auch schon aufgefallen, so ein paar Dänen haben gelbe Kennzeichen. Und ein paar Dänen haben halb gelbe Kennzeichen. Also nur die ersten Buchstaben in gelb und der Rest ist in weiß. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach, da sind wir doch. Endlich am Hafen von Skagen. Hier gibt's lecker Fisch. Ja, diese roten Häuschen erinnern uns dann doch so ein bisschen an Schweden da hinten. Oh, hier am Ankerhus. Hier geht's rein in das Stadtleben. Hier haben wir wirklich das erste historische 1629. Wurde früher hier so ein Teil aufgebaut. Klar, die Schiffe kommen eng ran an den Riff. Viele Schiffe wurden hier an die Wand gefahren, so kann man es wirklich sagen. Das hier ist ein Nachbau von 1958. Ja, kann man sich mal angucken da oben auf dem Berg. Wir fahren weiter Richtung Spitze. Da hinten sieht man schon einen Leuchtturm. Ja, hier können wir mal wirklich sehen, wo wir sind. Wir haben ja jetzt gerade eben das Teil gesehen. Wir werden jetzt komplett hier hochfahren. Hier gibt es mehrere Bunkeranlagen noch von dem Krieg. Also ja, wir persönlich müssen uns alle für damals keinen Schuh anziehen. Deswegen sehen wir es einfach ja, als Museum hier wirklich an, was wohl eine Bunkeranlage sein soll. Ja, hier auf der Rechten haben wir mehrere Bunkeranlagen wirklich an der Ostsee. Für mich ist das sehr interessant. Ich habe auch früher mit so kleinen Soldatenpuppen gespielt. Halte persönlich von Krieg natürlich überhaupt nichts. Aber sich das mal so anzugucken, also da habe ich doch schon große Interesse einfach. Es gehört halt zu unserer Geschichte. Aber wir sehen gerade da oben auf dem Leuchtturm, da sind noch welche. Vielleicht haben wir noch Glück. Das wäre ja super. Ja, wir sind natürlich jetzt wirklich gespannt. Haben wir die Chance noch hochzukommen? Unter welchen Voraussetzungen kommt man dort hoch? Wir haben auf jeden Fall gesehen, das liegt direkt hier an dem Häuschen an. Ach, schaut mal. Hier sehen wir doch direkt, wo wir sind. Hier sind wir ganz oben. Ganz oben hier. Und unsere Schwedenreise haben wir echt komplett. Und dann über Norwegen so runter und jetzt sind wir hier gelandet. Naja, momentan sind wir doch ganz schön auf so ja, Drohnenbilder, Bilder von oben angewiesen. Ist geschlossen, war doch klar, komm. Schwamm drauf, Schwamm drüber, so kann man es doch nennen. Ja, hier sind wir. Mops hat einen Souvenirshop gesehen in Grenen. Das heißt übersetzt wirklich Ast. Und wir wollen ja wirklich vorne zum Ast. Aber ich will noch mal ganz kurz hier vorne durchfahren. Mops packt mal schon mal hier das Fahrrad. Das dauert ja auch ein bisschen, bis der Kleine dann abgestiegen ist. Denn ich habe da vorne Freunde von uns gesehen. Nicht von mir, von uns allen Leute. Denn hier ist der ganze Parkplatz hoch. Und wir persönlich haben schon oft genug wirklich Stellung gegeben oder dazu genommen, ob wir hier nicht dabei stehen. Denn ich kann euch sagen, das kostet hier ja, von abends 18 Uhr bis morgens um 9 Uhr kostet das hier 175 Euro. Dänische Kronen. Das sind dann schon so übersetzt, so über 20 Euro. Wir standen heute Nacht kostenlos. Wir haben noch genug Wasser und alles ist in Ordnung. Wir stehen hier nochmal kostenlos. Ja, hier vorne kann man sich dann beim Automaten einloggen. Ja, dort oben befindet sich auf jeden Fall das Museum. Dort gibt es Bilder von einem Maler, von einem Künstler. Ja, ich selber betitel mich auch als Künstler. Und ja, ich finde das schön, was er macht. Kann man sich auch angucken, wenn man Lust hat. Wir gucken es uns nicht an. Und das finde ich eigentlich nochmal sehr interessant, dass man hier nochmal mit so einem Traktor ja, und so einem Wagen dann hier am Strand rumfahren kann.
beziehungsweise dann wirklich bis nach vorne. Das kann vielleicht den einen oder anderen auch ja, zugutekommen, wenn man jetzt ein kleines Baby hat oder sowas. Oder vielleicht auch nicht selber laufen kann. Dann kann man sich vielleicht hier ein Ticket holen und dann mit dem Traktor vorne bis zum Ast hinfahren. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Aber auch der wird wahrscheinlich um diese Uhrzeit nicht mehr fahren. Ist auch gar nicht schlimm. Wir gehen zu Fuß weiter. Ja, diese Infos sind für uns alle wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, was sehen wir denn hier? Dass Seehunde hier am Strand einen Zwischenstopp einlegen, finde ich mega super, wenn wir so viel Glück haben. Aber auch hier das, was ich selber gesagt habe mit dem Bunkern. Ja, bei sowas hier, da blüht natürlich Mops wirklich auf, ne? Immer auf den Schnapp aus, ne? Ja, hier guckt der Mian sich wirklich alles an. Hier hat er schon ein paar Monster-Trucks wirklich entdeckt, findet er ganz schön. Ja, wir hatten ja so eine Liste, die haben wir auch mal reingesetzt. Er hat bald Geburtstag. Ein paar Zuschauer haben auch schon wirklich zugeschlagen. Das kam alles zu unserer Familie nach Hause. Und da kamen auch schon einige Sachen an und die verteilen wir in mir. Ja, hier gibt es einmal den Platz von oben. Direkt bei dem Museum gibt es auch ein Restaurant und ein Café. Ich habe die Badehose an, das sage ich euch. Das lasse ich mir ja nicht entgehen, mit dem linken Bein in der Nordsee zu stehen und mit dem rechten dann in der Ostsee. Ist doch klar. Und der Kleine hat auch Bademode dabei. Ja, nur Mops nicht. Ich habe eine Badehose an, runter. Mops hat eine Badehose dran, also wird es auch mit dem Fußbad gehen. Barfuß läuft die moderne Familie von heute. Aber ich glaube auch viele sind hier einfach wirklich barfuß unterwegs. Ja, der Mian hat da hinten die Enten gesehen. Nee, wir gehen hier drauf zu wegen diesem auch Stück Bunker oder sowas irgendwie. Ja, aber hier am Wasser langlaufen lohnt sich natürlich auch. Und hier ist es definitiv Ostsee. Ich müsste jetzt eigentlich mal wirklich hier eine Geschmacksprobe nehmen. Ist es jetzt salziger als vorhin? Na komm, ich habe ja gesagt, mal hier ein bisschen rein. Jetzt stelle ich mal wirklich gerade eben eine Vermutung auf, Leute. Ich behaupte, die Nordsee ist salziger als die Ostsee. Jetzt will ich Kommentare von euch. Habe ich recht? Also definitiv war heute Morgen die Nordsee salziger als jetzt hier die Ostsee. Der Mops tut schon echt gut jetzt gerade hier, ne? Hä? Oh ja, es ist gerade herrlich hier zu laufen. Es ist nicht zu heiß. Und ja, es ist ja kalt sowieso nicht. Das Wasser ist aber sehr frisch, merke ich schon. Ich habe schon so ein paar Spritzer abgekriegt. Ja, und ja, der Weg ist hier gerade herrlich. Ich bin mal echt oben an der Spitze gespannt. Der Mian, der ist auch gerade total glücklich hier und der hopst da vorne rum. Ja, was will man mehr, ne? Ja, was trägst du da unter der Hand? Hä? Warst du gerade shoppen oder was? Ja, komm, genau. Ich willst du was sagen? Ich gucke ja gerne in so einen Souvenirshop. Also jeder, der mich jetzt nicht vorher kennt oder so, der meint bestimmt, boah, die hat bestimmt überall mal Klimbim drum stehen oder so. Nee, so bin ich gar nicht. Aber ich finde immer so Souvenirshop irgendwie interessant, weil es ja Sachen von dem Land dann immer sind oder mit den Fahnen des Landes oder sowas. Ne? Deswegen, ich gucke einfach gerne. Ja, und hier habe ich halt eine schöne Sache entdeckt. Da habe ich direkt halt, ja, an eine liebe Freundin gedacht und dachte mir so, das nehme ich mal mit. Wir haben den Mian eine Badehose mitgenommen. Und ich weiß nicht, ob wir ein Ersatz-T-Shirt dabei haben. Aber die Badehose, die dient jetzt eher dem Ersatz für den Rückweg. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall klar. Oh, 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 gefährlich, gefährlich, hier fast am Füßchen. Da sind sie, die Feuerquallen. Das ist wahrscheinlich dann wirklich eine Feuerqualle. Oh, da sieht man im Prinzip richtig die Glut drin. Nein, so sieht's aus. Ist wahrscheinlich durchsichtig, ne? Aber ja, besser nicht zu nahe kommen. Ja, wir sind jetzt gleich wirklich angekommen. Hier peitschen die Wellen von links wie von rechts. Naja, Wellen sind nicht richtig. Aber hier sieht man mal ganz kurz, hier vorne fährt dann wirklich der Traktor. Ja, mit dem Waggon, können wir Waggon sagen. Mit Anhängsel, so sage ich es jetzt einfach mal, hin. Und dann kann man jetzt vielleicht sogar noch weiter. Oder ich glaube, hier vorne sind sogar auch noch mal Spuren. Es kann sich schon empfehlen, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist. 3 Kilometer jetzt bis hierhin, ich weiß es nicht genau. Hier hinter Mops seht ihr hinten den Leuchtturm. Ja, ist schon ein Stück, aber ihr kennt es ja selber, auf dem Hinweg ist man immer, ja, da macht es einem nichts aus. Und auf dem Rückweg merkt man dann vielleicht, okay, so weit sind wir jetzt wirklich gelaufen. Das ist ja wie, wenn ich mit dem kleinen Fahrrad fahre, sage ich ihnen auch immer, Mian, pass auf, wie weit wir fahren, wir müssen den gleichen Weg noch zurückfahren. Ne? Und das versteht er dann meistens auch.
Jetzt wird's wirklich einmalig hier, meine lieben Damen und Herren. Ich spreche mal jetzt so komisch, denn hier treffen sich Skagerrak und Kattegat zusammen. Ich bin mittendrin, ich weiß jetzt nicht, mit welchem Bein ich wirklich, in welcher See wirklich bin. Aber viel weiter sollte ich nicht gehen, weil ich glaube, der Kleine ist nämlich hinter mir. Es könnte hier wirklich gefährlich sein. Und wenn ich so an Kattegat denke, denke ich so an meine Vikings-Zeiten, wo ich die Serie geguckt habe. Und ich drehe mich mal ganz kurz, weil ich muss jetzt hier auch wirklich aufpassen, dass der Kleine bitte nicht mitkommt. Hops ist gerade da vorne. Ja, ist schon ein beeindruckender Punkt hier. Die Sonne geht langsam runter. Ich freue mich, hier gewesen zu sein und euch auch hier mitgenommen zu haben. Ja, der Kleine möchte jetzt getragen werden, ist dann doch schon zu viel. Mama Arm heißt es jetzt wirklich. Ja, und wir gönnen uns jetzt mal hier den Rücklauf an der Nordsee. So idyllisch war's. Gerade noch an der Ostsee. Ciao Ostsee, mach's gut. Wir sind wieder auf Nordkurs. Ja, wir sind jetzt doch wieder an der Ostküste gelandet. Ich will euch mal ganz kurz was zeigen, weil wir sind ja hier wirklich die Barfuß-Indianer. Und hier ist noch so ein bisschen Bunkerreste und seht ihr da unten diese spitzen Teile, hier ist überall so, ja, Stahl oder Eisen, glaube ich, das natürlich den Beton zusammenhält und ja, barfuß hier mal wirklich ein bisschen aufpassen, besser ist das. Ob's, die Stimmung ist gerade unten, ne? Wir haben Seehund gesehen. Ja, die Stimmung ist gerade so ein bisschen getrübt, wir haben echt einen Seehund gesehen, aber keinen lebendigen, Leute, da lag am Strand vorne. Ja. Hier ein toter Seehund und ja, ich hätte mir gerne einen lebendigen gezeigt und das finde ich jetzt natürlich nicht so schön, ne? Ja, ich versuche natürlich jetzt die Stimmung wieder ein bisschen aufzuheitern, wirklich eine einladende Bucht hier. Ich glaube, das verteilt sich hier überall so ein bisschen. Da vorne im Bunker konnte ich Mops überreden, dass wir hier lang gehen, um uns das nochmal anzugucken. Aber ihr seht ja wirklich, die Sonne geht gerade dort rechts runter. Den Sonnenuntergang gibt es heute nicht, Freunde. So ist es jetzt wirklich. Wir müssen halt noch mit dem Fahrrad natürlich nach Hause. Aber das kann natürlich hier tagsüber auch wirklich einladend sein. Weil hier gibt es ganz viele von. Geht mal ganz kurz nach Google Maps. Fahrt mal hier hoch nach Skagen. Und dann guckt ihr mal hier an der Ostsee. Da sind immer wieder diese kleinen Buchten. Und das ist natürlich ganz, ganz schön, ja, dann hier einfach zu liegen. Und sich dann hinten im Hintergrund, ja, die Frachtwege wahrscheinlich der Schiffe mit anzugucken. Ja, die Dinger sind natürlich alle zugeschüttet. Ob man jetzt hier rein kann, ist eine Frage, aber da oben sieht man auf jeden Fall schon mal was. Also das wird uns jetzt allgemein auch öfters hier in Dänemark begegnen. Ich werde das natürlich verfolgen, weil ich es einfach interessant finde. Ach, wen haben wir denn hier? Noch ein Turm. Und hier unten ist eine schöne Galerie, habe ich gerade gesehen. Hier werden schöne Bildchen gemalt. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Hello. Hallo. Willkommen. Genau, ich filme mir einmal los. Jawohl. So, gehen wir mal hoch. Hier sind jetzt überall so kleine Bildchen. Die kann man sich natürlich mal angucken, wenn man dann hier ist. Wir haben uns jetzt dazu entschieden. Der Mian hat nämlich sein T-Shirt nass. Der sitzt im Handtuch eingewickelt, dass er jetzt mal auf dem Fahrrad bleibt. Ja, und hier kriegen wir natürlich nochmal einen super Ausblick. Da hinten von Skagen. Den Hafen, da hinten, ja, ist dieser Feuerwerfturm-Dings da. Ja, hier kann man bis oben hin blicken hinter den Leuchtturm. Die Kamera schafft es nicht genau. Und das Schöne ist, ich dachte, wir kriegen den Sonnenuntergang nicht. Den kriegen wir jetzt schon. Da freuen wir uns drauf. Und ich zoome mal ein bisschen ran.